Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Druiden-Gameplay-Rollenspiel in Skyrim. Jo, wir sind hier bei diesem voll quatschenden Jägersmann. Jägersmann oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört der Eisfurchenhof, ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Bis ich es geplündert habe, danke. Länge so. Und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Hast du auch Spielzeuge? Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir gemeinsam jeden Feind vernichten. Seid ihr ein Söldner? Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja, ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Ich nehme dich gerne mit, wenn ich das Geld habe. Aber zuerst muss ich noch einen Zauber mir leisten. Einen Verführungszauber. Welche speziell fügt ihr? Also, sie ist gut in Bogenschießen. Okay. Und auch gut in Einhand und in Licht. Einen leichten Rüstung, okay. Sie hat Feuerresistenz und Schaden hat sie 66, okay. Jo, dann einfach... Jo, bewegt euch immer im Schatten, damit ihr eure Feinde seht, bevor sie euch sehen. Mhm. Also. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Nein, das will ich nicht mehr hören. Ich bin nie im Wolkenbezirk. Nie! Ich muss aber wieder hingehen. Oh, er hat mich langsam. Wo muss ich hingehen? Ah, ich muss noch zur Ding, Taverne gehen. Also gehen wir wieder raus. Jetzt kann er uns nicht mehr fragen. Aber er kann nicht mehr sagen, wir nicht. Wir sind jetzt schon vielmal so oben gewesen. Ja gut, also. Dann muss ich mal kurz in diesen Schleichen. Oh, da ist noch ein Helfer. Okay. Ich hab's. Guten Tag, sehr erfreut, Sie zu sehen. Ich bin hier für Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Ich will aber trotzdem mit Ihnen reden. Wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht, sprecht mit Hulda. Okay, machen wir gleich. Ich habe Sie gerade beklaut, wissen Sie das? Okay. Was interessiert Sie nicht? Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Jetzt dachte ich, ich muss zu der anderen gehen. Wie heißt sie? Solda? Also bitte. Keine weiteren Fragen. Okay, gut. Hulda, okay. Nicht Solda, sondern... Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Das kann ich gleich machen, aber was habt Dann ihr zu verkaufen? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ich brauche Essen, so langsam bin ich am Hungern. Ich möchte gerne an Kortalette. Scheinbar ist es jetzt gerade inaktiv. Ich habe es doch aktiviert. Was ist das für ein Spiel? Hey, alles wird irgendwie deaktiviert oder aktiviert. Es ist nicht an. Wieso ist es nicht an? Ich habe es am Anfang auch angestellt. Lasst es mich wissen, vielleicht, falls weil ich dort einen Patch nicht hatte. Das Kaiservolk. Ich habe ihn erst ja kurz vor Weißlauf installiert, weil ich nachgeschaut habe, wieso es immer resettet wird. Es gab bei Reddit wenigstens ein bisschen Hilfe. So, danke schön. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ah, genau, diese Kopfgeldaufträge habe ich auch noch nicht gemacht. Gehen wir kurz zurück. Ich will auch noch einen Begleiter mitnehmen, der kostenlos ist. Ich habe übrigens den Mod Follower-Tweaks, nein, nicht Follow-Tweaks, sondern der UFO-Mod Ultimate Follower. Overhelm, Overwork oder so. Habt ihr in der letzten Zeit Gerüchte gehört? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen.
einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Gebrannt? Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut, aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Ich dachte, der wäre einfach verdorrt. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Ja, das könnte ich gerne mal anschauen, aber ich weiß nicht wo. Dankeschön, ey. Du belästigst mich hier unten rechts. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie ist was für Schwächlinge. Elfen, meine ich. Die bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste. Sie wissen halt, wo sie hingehören. Das sind keine Schwächlinge, Framdruiden nicht. Er mag zwar der Zauberer des Jahr sein, aber zumindest ist er ein Nord. Ich muss nach Hause. Ich schwöre, mein Vater hat bereits Verdacht geschöpft. Ach, Getränke für die Durstigen, Speisen für Niemand die Hungrigen. Weiß, was wir füreinander empfinden. Ja. Lasst es mich redet nicht so über meinen Vater. Ach, schon wieder ein Kampf und die Antwort gebaut. Lautet immer noch nein. Aber falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Ja, ich kann auch ein bisschen Feuerholz hacken für die Damen. Ist zurzeit ein Kopfgeld ausgesetzt? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Knochen für eine Karriere. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Habt ihr noch nie von Schönheitsärzten Chirurgie gehört? Okay. Wisst ihr, wo ich Arbeit finden kann? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Sehr gut. Okay. Olfine Graumel. Du bist müde, wodurch deine maximales Mana sind. Das haben wir auch schon mal gelernt. Was kann ich für euch tun? Wer mit mir reden? Oh, hallo. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen Grund hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Es war nicht meine. Sie dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark in die Hitze des... Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie einem... Warum nicht? Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boot... Schneebuckel. Ja, ich bin noch nicht so gut. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht wieder. Haltet die deine Flöte, okay? Wo habt ihr die spielen gelernt? Oben in Einsamkeit gibt es eine ganze Akademie, wo sie die Künste lehren. Gesang, Lautenspiel, Dichtkunst. Ich habe selbst dort studiert, musste aber wegen eines Missverständnisses mit der Direktorin abgehen. Nun ja, eher ein Missverständnis mit ihrem Ehemann. Okay. Ein guter Rat zum Abschied. Frauen lieben Sonette. Ich habe nichts getan. Ja, aber ich habe etwas getan. Ich habe dein Bier gegeben. Hier ist das besondere Bier, das ihr wolltet. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Ja, okay, das kannst du noch machen, aber ist nicht gerade sehr nett. Immer noch durstig? Jetzt nicht mehr. Dank eurer Hilfe. Jetzt ist er plötzlich nicht mehr so besoffen. Aber sicher. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Okay, wir sprechen uns gleich. Ich will euch kurz ein bisschen von vorne sehen. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Bereitet euch jemand Probleme? Dieser Bade Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflackten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Es wäre, wenn ich mit Mikael rede. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt.
Bekommt ihr viel Aufmerksamkeit von Männern? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Gut. Auf Wiedersehen. Sinn mir. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Ja, und du bist der gute Wachmann von nebenan, ne? Ja, ja. Macht keinen Ärger. Nur nicht. Nur nicht Ding, na, schauen, was ich mache, gell? Ihr müsst Carlotta Valentina in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Sie gehört euch nicht. Lasst diesen Umfang. Was habt ihr da gerade gesagt? An mein Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Ich mich dem jetzt nicht. Ich muss nochmal versuchen. Was habt ihr da gerade gesagt? Wieso geht das an mein nicht? Ohr drang nur das Geräusch der Eifersucht. Ein guter. Ich weiß schon, wieso nicht. Wegen Redekunst, aber. Das ist eine Frechheit. Ich muss doch nicht bezahlen wegen einem dummen Menschen. Der ist so billig, den könnte ich gleich noch verkloppen. Alfred Kampfgeboren. Alfred, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Worum geht es, ging es eigentlich in dem noch Streit? Noch so eine Sache, die die Graumänen anderen anlasten wollen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie sich vom Kaiserreich abgewandt haben oder dass ihr Esel von Sohn einen bewaffneten Aufstand dagegen angezettelt hat. Und trotzdem wollen sie die Schuld auf uns abwälzen, den guten Namen meiner Familie beschmutzen? Haha! Erzählt mir etwas über den Clan der Kampfgeboren. Kampfgeboren ist ein legendenhafter Name, von dem die alten Lieder künden und der in den Heldentaten von 100 Generationen zu hören ist. Für den kampfgeborenen Clan brüllen sie in den Methallen. Die Ersten im Kampfgetümmel, die Letzten am Tavernentisch. Wir haben Ehre, Reichtum und Titel ebenfalls. Ja, und dralle Weiber, die euch in einer kalten Nacht in Himmelsrand das Bett wärmen. Wenn das eure Frage nicht beantwortet, schaffen das keine weiteren Worte. Und das soll ich mich überzeugen in eurem arroganten Clan? Nö. Weshalb die Fehde mit dem Clan der Graumen? Geld, ihr Dummkopf, was sonst? An allem ist das Geld schuld. Ja. Die Graumänen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Ich glaube nicht nur, dass es Neid ist, aber wahrscheinlich ist der Neid gar nicht mal so groß, Alfred. Was ist mit dem Clan Graumänner? Unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. Es stimmt, dass Wigner Graumähne und seine Familie zu den ältesten und, je nachdem, wen man fragt, angesehensten Clans von Weißlauf zählen. Das streite ich nicht ab. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere, an der Vergangenheit festzuhängen. Was Sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Das muss schon hart sein. Passt auf euch auf da draußen. Also jetzt müssen wir kurz schauen. Ja, es wird langsam Nacht. Gut. Ja, ich muss ja noch ein Level aufsteigen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Ihr seht aber noch jung aus. Ich suche Arbeit. Habt ihr etwas für mich? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Okay, noch mehr Notizen. Dankeschön. Nochmal etwas? Was kann ich euch bringen? Erzählt mir über den neuesten Klatsch und Touch. Die Gefährten?
In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Oh. Gibt es hier in der Stadt irgendwelche Probleme, die auf eine Lösung warten? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Oh, noch mehr Futter, danke. Seid ihr hungrig, müde oder einfach nur durstig? Ich möchte einfach ein Zimmer mieten, auch wenn es 10 Goldstücke kostet. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ja, immerhin nicht so viele Woche. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Reise wie heutzutage. Was kann ich für euch tun? Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Damals war alles günstiger. Ich arbeite ja, für wir haben bald vielleicht ganz viel Geld. Ich habe schon das Gefühl, was ich so mache. Wenn die Leute so mich nerven, kann ich sie auch sagen. Einfach mal. Ah, willst du mit mir schlafen? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Du kannst schön, gerne ins Bett steigen. Für euch singen, schöne Maid. Aber mach die Tür jetzt zu. Ich arbeite. Und weißt du, man hört alles, weil hier so auf würde ich wohl sonst so viel Zeit hier verbringen. Michael, dies ist eine Rode am Himmelsrand, standhafte Beschützer. Ist ja er der Grund, weshalb ihr ständig hier seid. Ja, damit man Druide wird, muss man halt auch etwas mal holen. Ne? Die Holzzelle könnt ihr behalten. Ja, die Edizien sind ja ganz klar. Ich bin hier am Zimmer mieten und nehme einfach alles mit. Ich glaube, die wissen, wer das war. Ist mir aber egal, dann wehre ich mich. So, aber das nächste Mal mache ich das jetzt nicht mehr, weil es nicht so rollenspieltypisch ist. 9 Stunden, das heißt, ich muss 9 Stunden schlafen. Damit wieder 8 Uhr, also 7 Uhr 47 ist. Tierdas, was heißt Tier? Das ist wahrscheinlich Dienste. Letzte Saat. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magie oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verhöhte Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Also wahrscheinlich die letzte Saat ungefähr Oktober oder September noch. So, wir brauchen Magiker, das ist das Wichtigste anfangs, denke ich mal, weil wir haben ziemlich wenig gehabt und wir müssen es eigentlich in wo ist es? Wiederherstellung stecken. Weil die Druiden selber natürlich schon sehr viel Ding kosten. Also Druiden selber, also die Druiden selber sind dort und dann müssen sie eigentlich weniger. Ja. Okay, also 20% weniger Mana-Verbrauch. Und die Beschwörungszeit kostet wahrscheinlich viel Mana auf einmal. Regeneration, Heilzauber heilen, 50% mehr. Ob das jetzt auch Druidenzauber irgendwie verstärkt? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Der Königsmörder soll zittern. Ich muss wieder merken, dass ich da F-Taste drücken, nicht mehr Tab-Taste drücken sollte. Und ich wollte jetzt mal kurz schauen, wegen hungrig, genau. Bin ich jetzt einfach kurz rot geworden. Also, wer es sieht. Oh, noch mehr Geld. Sobald haben wir genug Geld. Aber wir gehen trotzdem jetzt raus. Ich denke, mehr Geld kann ich ja nicht verdienen. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Ich werde schon jemanden finden, der ein Herz für seine Mitmenschen hat. Okay. Dann holen wir mal ein bisschen Action. Also wir haben im vorletzten Part ja diese 2 Banditencamps gesehen, geholt. Und dort verdient man recht viel. Jetzt gehe ich einfach noch zu einem anderen. Und ja, dann schauen wir mal. So. Also essen müssen wir bald. Vielleicht haben wir irgendwo ein Lagerfeuer, ja, bei den Karsheets unten, wenn die da sind. Die sind hoffentlich da. So. Ja, ich muss noch zum Hof. Oh, es ist kalt. Hm.
sie können alle euch gehören. Ja, also kein Campingfeuer. Kein Lagerfeuer, leider. Also schon ein Lagerfeuer, aber ein großes und die wirken nicht. Also am Fluss waren ja Sachen. Ich habe übrigens durch den Schwierigkeitsgrad Experte einfach auch mitkämpfen können hier bei diesem großen Riesen. Und sie haben mich wirklich auch sehr, sehr viel mehr gelobt und so. Sie wollten unbedingt mich dann sehen bei der Halle der Gefährten. Ja, ist ziemlich cool, aber der Schwierigkeitsgrad sollte eigentlich so sein, dass nicht NPCs Monster viel schneller kaputt machen können. Die sollten genauso lang brauchen, und zwar sehr, sehr lange, damit wir einfach genügend Zeit haben, immer etwas mitzuhelfen oder so. So, eben dieses Katzenhaus gibt es leider nicht mehr. Aber der Katzenmod hat auch ein bisschen zu viele Katzen und so gemacht. So erzeugt. Und auch Haustiere, so Piep. Ja. Diese Piepmatze, diese Küken, genau. Sind. Ja, einfach immer ständig im Weg gewesen. So. Also, wenn ihr solche Mods einfügt, dann eben am besten das so, dass es nicht übertrieben ist. Aber ja. Ich habe noch einen Mod, wo die reisen, die NPCs, den habe ich drin. Also wir werden mehr Personen in der Wildnis entdecken. Auf den Wegen. Ah, da oben ist ein Wolf. Der greift aber nicht an. So. Also damit ihr einfach das auch selber ein bisschen anpassen könnt, euer Skyrim. Testet einfach so gut wie möglich. Macht nicht irgendwelche Stops. Also tut nicht viele Mods installieren und dann versuchen, sondern jeden Mod einzeln. Weil ja, es kann schon ziemlich. Es kann zeitintensiv so werden, aber es lohnt sich, weil viele Mods einfach übertrieben sind. So dass ihr dann auch nicht wisst, welchen Mod ihr deinstallieren müsst, damit es auch wieder ein bisschen weniger übertrieben ist. Zum Beispiel hat ein Mod einfach die Reichweite, wo Monster aggressiv sind, erhöht. Und dann geht der Start nicht. Dabei ist mir ein Dieb. Nicht dein Ernst, liebes Spiel. Habe ich gerade gespeichert? Also nein. Okay, ich muss einfach diese Sachen zahlen. Ich werde diesen Trunk. Ich werde diesen Trunk, wenn ich die Taste wieder finde. Das ist so umständlich. Also einfach, wenn ich die Taste würde finden. So. Ich muss alles, was geklaut ist, mal kurz rauswerfen und das bezahlen, oder? So. Damit die Sachen auch nicht abgenommen werden. So, jetzt ist alles, ne? Wie gecheatet ist dieses Spiel? Hey, ich habe gar nichts gemacht. Ich muss jetzt einfach abhauen. Oh, die. Mann, wieso hast du jetzt eine Waffe an? Ich muss einfach kurz abhauen, sonst machen wir das einfach nochmals kurz. Nein, das geht ja schnell. Wehe, du dumme Waffe, du. Kommst mit, nein, scheinbar nicht. Ich muss einfach eine neue Wache kurz ansprechen. Aber das Game wurde so gemein gemacht, zeigt uns nur kurz an, so, es wird geklaut. Dabei, es ist ja offen draußen. Es hat zum Beispiel Gothic und so besser gemacht. Dort hat es gar nichts etwas gemacht. So, jetzt gehen wir kurz hier rein. Weil die Wache wird wahrscheinlich noch angreifen. Oh, Schleichen ist erhöht worden. Okay, wir gehen kurz rein. Können wir hier oben wieder rausgehen? Wahrscheinlich schon. Das ist jetzt blöde. Ja, ich mochte Skyrim nie richtig gerne. Ich habe Morrowind viel lieber gehabt. Lasst mich raten.
Was haben wir jetzt für Kopfgeld? Das haben wir sicher höheres Kopfgeld. Ja. Komm. Ich habe nichts gemacht, nichts gedrückt. Die Wache war einfach plötzlich da und ich habe irgendwie... Ja. Ich habe gar kein Kopfgeld. Hä? Versteht sich das Spiel manchmal? Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Gehen wir einfach wieder raus. Schauen einfach mal. Wir nehmen die Gegenstände natürlich dann wieder. Und wir müssen die halt verkaufen oder irgendwie... Man kann sie irgendwie zu nicht geklauten Objekten umwandeln oder so. So, aber zuerst zu einer Wache gehen, aber nicht die gleiche. Die hat irgendwie kurz gecheatet, die ist einfach zu uns teleportiert worden. Ich glaube nicht, dass die Wache gleich neben uns war. Wir haben uns zwar nicht so umgeschaut, aber das ist jetzt ziemlich heftigst nervig gewesen. Also diese Wache nicht gehen, dann gehen wir kurz zu diesem Ding. Wachturm nach hinten. Vielleicht kommt hier noch eine Wache. Das ist ja jetzt mega merkwürdig gewesen. Diese. Oh. Ich muss vielleicht einfach länger warten, bevor ich drücke. Ich habe es einfach nicht erkannt, das rote Teil. Das rote Symbol fürs Klauen. Okay, so langsam habe ich doch Hunger. Ich brauche eine breite Stelle. Aber hier ist doch auch noch eine Stelle zum Braten, oder? So, leider ist die Ausdauer schon ziemlich gering. Gut, dankeschön. Oh, muss man kurz helfen. Das muss ich auch wieder wechseln. Hey. Meine Güte, wenn ich links und rechts drücke, muss ich auch links und rechts. So, wenigstens ein bisschen geholfen. Ich bin warm durch den Zauber geworden. Die sind einfach viel zu schnell am Killen. Oh, schön. Oh, krass. Gut, danke. Sehr viel Schaden gemacht. Ein Dietrich. Diebe heißen immer Dietrich. So. Ärger oder so? Ich habe scheinbar kein Kopfgeld mehr. Verdammte Sturmmantelrebellen. Missachtet das Gesetz und... Es achtet mich. Also ich denke jetzt gerade... Jo. Lass ich so einfach verpackt sein. Das nächste Mal werde ich einfach dann neu laden. Wieso ist das immer verschlossen, liebe Wache? Ich möchte nur ein paar Sachen ausleihen. Für immer. Holz hacken, genau, müssen wir. Es ist kein Lagerfeuer hier. Ich dachte, es wäre ein Lagerfeuer. Es ist nur dieses Teil. Hm. Können wir auch nicht. Dankeschön, liebes Spiel. Du bist sehr, sehr gut gemacht. Wirklich wunderbar. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande. Ich muss essen, liebes Spiel. Wie schlecht hast du das gemacht, dass man anfangs irgendwie nie zu gutem Essen kommt? Okay, Magenknurren. Ich sollte vielleicht nicht so viel rennen. Sonst esse ich einfach ein bisschen wenigstens. Boah, du erschreckst mich immer. Mega. Wolfspilz. Wölfe sind zum Erschrecken. Gut aus mit dem Nebel. So, jetzt habe ich aber noch nicht so viele Personen auf den Straßen gesehen. Ein Traveling NPCs oder so heißt der Mod. So, Lavendel, hä? Ja. Gut, wir nehmen einfach die Sachen wieder mit. Oder wir testen mal einfach eine andere Wache noch aus. Diese Items tun einfach
Ja, nach 3 Tagen oder so sie spawnen. Das ist jetzt ja nicht mal ein paar Stunden her. Die Sachen sind noch dort, wenn wir dann zurückkehren. So, machen wir hier einfach mal zum Schutz einen Speicherstand. Jetzt gehen wir jetzt kurz zu einer Wache und dann nehmen wir die Sachen mit und gehen zum ersten Banditenlager. Ah, es ist leider schon spät. Also der Bart ist schon lange. Also, wo haben wir hier noch Wachen in der Nähe? Okay, sehr viele Blumen und Schmetterlinge, sehr schön. Gut, Alchemie machen lernen. So, und ja. Gut. Also sehr lustig, wie das Spiel so ja, außer Kontrolle gerät und so. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht. Ich habe scheinbar gar keine Dinge gemacht. Also die Wache wurde böse auf mich. Das müsste eigentlich irgendwie 1000 Kopfgeld per Tod geben. Aber scheinbar ist ja nichts. Okay. So, also dann. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss. Und bald sind wir Druiden. Und wir Schmetterlinge fangen. So, ich glaube, ich habe es erwischt. Tschüss.